Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations Teil 2 mit Moira und Claire im Tower. Ja, es gibt zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte, die schlechte zuerst. Mein Spielstand ist leider ein bisschen verloren gegangen, der ist irgendwie, ich konnte das Spiel nicht mehr laden, keine Ahnung warum. Musste also das ganze Kapitel eben nochmal schnell nachspielen, so in einer Stunde. Ja, naja, hab jetzt aber auch viel mehr Zeug, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe die ganzen Kisten aufbekommen, die ich wohl vergessen habe, diese eine bei diesem Schnetzelgerät, aber naja, gut, ist ja auch wurscht, soweit. Es wird sich nicht viel ändern, schätze ich. Ich habe viel weniger Magnum-Munition, von daher ein Brief an meine Genossen, an meine Mitvisionäre. Die Zeit ist endlich gekommen. Alles kam so, wie ich es gesagt habe. Was jetzt noch bleibt, ist die Erfüllung von ihrem Teil der Vereinbarung. Und dann kann ich abschließen, was wir vor 7 Jahren begonnen haben. Nur eine kleine Probe ist alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich bereits und nicht in eine gute Richtung. Die jüngsten Ereignisse in Afrika sind ein Beleg dafür. Solch Wahnsinn wird sich wiederholen, bis außer Trauer und Verzweiflung nichts mehr übrig ist. Die Welt braucht jemanden, der das Ruder ergreift und sie durch diese stürmischen Zeiten führt. Lansdale hatte natürlich recht. Was er in Terra Grigia versuchte, sie nannten ihn einen Schurken, aber er ist der Held. Er ist ein Held. Er versuchte uns zu retten. Ich verstand das, genau wie ihr auch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um seine Vision Realität werden zu lassen. Er als einziger erkannte, dass Opfer notwendig sind und dass Gutes darauf aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, mit dem Teufel persönlich Handel zu treiben. Ja, nicht ernsthaft, oder? Ich weiß ja nicht, ob das ein guter Weg ist. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten guten Absichten? Naja. Was sind die hier alles? Guck mal. Die haben ganz schön was gesoffen. Waren bestimmt IT-Leute. Also ich meine jetzt Energy Drinks und so. This list. Neil had it at the party. Barton, Chavez, Redfield. It's got all our names on it. He sold TerraSafe out. Claire, I'm really sorry. Hey, look. Okay. Wer war das jetzt? War das... Das war Neil wieder, oder? Der hat die verraten. Aha. All right. I've isolated the best candidate. Good work. Now it's your turn to fulfill your end of... What did you... You wanted an Ouroboros sample. Now you've got it. Lapdog. You don't know shit about me. I know you were Lansdale's puppet. When Velcro incited the Terra Grigia panic 7 years ago, the FBC was pulling the strings. The old man went down, but he was smart enough to pass the torch before he did. You played me. Because you're an idiot. You thought you could create a new terrorist threat to justify the FBC. A monster like you could never understand. Oh wow, jetzt hat sie ihm was injiziert. Na klasse. Claire? Are you crying? No. I'm just learning to see a little more clearly. Okay, sie weint doch gar nicht. Oh nee, Leute, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl jetzt bei der Sache. Oh, was wollen wir wetten, dass da jetzt Neil drin ist und der ist infiziert, ne? Ja, ja. Ich kann es mir schon denken. Kann ich darüber? Nee. Oh Mann, Leute. Ich weiß doch genau, auf was das hinausläuft. Ihr habt mir übrigens schon einen Tipp gegeben. Es gibt wohl... Was ist das da? Es gibt wohl eine Art Quicktime-Events, bei dem sich dann entscheidet, welches Ende ich bekomme, gutes oder schlechtes. Deswegen werde ich so sehen, dass ich so handle, wie ihr sagtet. War jetzt ohne Spoiler, aber naja. Ich werde es versuchen, weil ich will auch ein gutes Ende haben zum Schluss. Neil? Neil!
did what I thought was right. It wasn't. Get away from me! There's no bringing the FBC back. I failed Lansdale! Ouroboros! It's not death! It's... Oh Mann, ey. Oh nein. Oh nein. Oh, warte mal. Neil, I trusted you. Terrace was built to save people. It's in the goddamn name. We will save people. Through fear. Alter. Wow. Hihi. Der brennt. Oh nein, geh weg. You better hope someone saves you. Kannst du mal weggehen? Au. Ja genau, renn die ganze Zeit durch, das ist voll gut, Neil. Mach das mal bitte. Mach das mal. Alter Schwede, der läuft mir jetzt die ganze Zeit nach, der Sack. Hau ab! Gib weg! Du Arschbratze. Oh, guck mal, der wird immer heißer, glaube ich. Boah. Ja, mach gleich das nächste. Ist cool, Neil. Ah, guck mal. Oh, oh, wow. Was macht er da? Ah, okay. Oh, oh. Ja, komm wieder rein hier. Oh, nee, was hat er jetzt gemacht? Wow. Ja, ja, lauf wieder durch. Schön heiß, ne? Oh, oh. Ach, guck mal, da lag was. Geil. Muni. Ey, kannst du mal Moira in Ruhe lassen? Komm hierher. Uah. Ih, was ist das denn? Uah. Kann ich das? Au. Ich wollte doch gerade. Ne, egal. Mist. Okay, ich krieg immer wieder Muni nach. Das finde ich voll gut. Ich glaube, ich halte mich lieber nochmal. Wow, ein Treffer und ich bin schon fast tot. Heftiger Typ. Heftig, heftig. Komm mal. Oh, das Timer kaputt. Neil. Der ist wieder ganz hot. Hör ich an. Bist du hot, Neil? Kannst du sie mal in Ruhe lassen, bitte? Oh, sehr gut. Ja. Moira nicht hauen, aber du kannst die Dinger jetzt zerstören. Das ist voll nett von dir. Alter. Ach, die Dinger muss ich... Ja gut, die kann ich ganz einfach zerschießen. Wow. Oh. Weh. Okay. Stirb. Oh, oh. Oh, was? Was?
Komm runter. Evuldivat. Oh. Oh nö, ich bin ausgewichen. Ach du Scheiße. Oh, das tat gar nicht so weh. Das tat nicht so weh, Neil. Okay, ich sollte wieder runter, glaube ich. Lalala. Was habe ich denn für Flaschen? Eine Brandflasche. Yes. Yes, yes, yes. Komm runter, Neil. Du triffst mich hier gar nicht. Komm schon. Ja, ja. Komm, 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 komm. Neil, du Arschbratze, hör mal auf jetzt. Oh. Na, brennst du schön. Oh, was ist mit Moira? Oh, ich habe gerade noch Moira gesehen, das war keine gute Idee. Ein Sprühen. Da ist Muni. Komm her, Neil. Cool. Oh, Magnum. Geil. Nee, Magnum will ich. Neil, kommst du? Och, nee, nicht schon wieder. Trifft mich nicht. Aha. Komm mal. Uah. Komm mal lieber hier rein. Hier ist schön warm, Neil. Oh, wo ist er? Ist er runtergesprungen? Ja, ist er wohl. Komm, komm, komm. Schnell. Brennt. Brennt so schön für dich. Auch oh, natürlich. Ist er nicht ein bisschen hot, Neil? Komm, die ist doch bestimmt hot. Komm her. Moira. Oh. Lock ihn mal hier rein, komm. Komm her. Sprint mich an. Du Pennergesicht. Au. Okay, das hätte ich nicht so laut sagen sollen. Komm, renn mal ein bisschen jetzt. Ja, so schön. Oh nein. Oh. Ja, ich wollte nicht wechseln, aber okay. Hab ich wohl verdrückt. Alter Schwede, du Pennergesicht. Ja, das hoffe ich doch. So. Alter Schwede, er stirbt aber auch nicht, ne? Na komm. Aha. Ist das das letzte? Ne, da vorne steht noch eins. Neil, kommst du mal runter, bitte. Wow. Da hast du gut abgesetzt, das Teil. Und er brennt mit. Hahaha. Sag mal. Die Teile sind Feuer unempfindlich, oder was? Willst du mich nicht erzählen, ne? Komm her, Neil. Lauf hier rein. Sehr gut. Moira, komm jetzt her. Komm jetzt her. Na, ist er nicht ein bisschen hot, Neil? Ist nicht ein bisschen hot? Ja, genau. Immer schon das Feuer. So ist das fein. Oh, das ist voll doof. Hihi. Sieht aus wie so ein sonnenverbrannter Wrestler. Oder nicht Wrestler hier. Bodybuilder, doch. Ganz voll gut. Der ist so doof. Guck mal. Okay. Neil. Jetzt hab's. Oh, jetzt hat er beinahe meine Dings durchschaut. Neil. Komm her. Yes. Yes. I just want this to be over. Sorry, Neil. Du wolltest es aber so. Ah, ey. Hübscher Kerl. Ja, sorry, Neil. Oh, kann ich das vielleicht zerschießen? Nee. Es war mir irgendwie klar, dass ich die nicht zerschießen kann. Gut. Oh Gott.
Das war mal ein Bossfight, der mir gefallen hat, wirklich. Die anderen waren ganz schön heftig dagegen. Ich weiß ja nicht, meinst du, dass wir sie haben? Hey, hey, hey. Oh. Okay. Apparently, this is our stop. Der aussieht. Thanks. I think. You okay? Can you stand? Oh shit! Behind you! Ja, ich glaube, da sagtet ihr, das soll ich nicht machen. Oh nee, ich glaube, jetzt mache ich das Richtige, dass ich das gute Ende kriege, oder? Nothing will come between us now, my sweet. You and I will be good friends. We'll know each other inside and out. Was? Ich hab's nicht verstanden. Kopfgeldjäger. Ja, das habt ihr mir nämlich gesagt. Das ist wohl das Ende, was... Also beziehungsweise die Entscheidung, die das gute Ende bringen wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dosenöffner Episode 3 haben wir erreicht. Welche Mist. Ich kündige. Nicht ins Gesicht. Da seht ihr, ich habe 11 Neuversuche gebraucht. Wow, und nur eine Stunde, weil ich es halt nochmal komplett spielen musste. War ein bisschen kagge. Naja. Machen wir einfach weiter. Oh, Fähigkeiten. 13.000. Ach, du heiliger Bimbam. Was nehmen wir denn? 10% oder weniger Munition. Mit dem Brecheisen. Folgeangriff. Okay. Punkte, wenn ich Gegner mit dem Ziegelstein treffe. Einige Folgeangriffe. Aha. Nehmen wir das mal. 6000. Die Geschwindigkeit von Messerangriffen. Mach ich das mal. Was ist das? Haarspalt. Messerangriffe haben höhere Angriffsstärke, also erhöhte Angriffsstärke. Aha. Aha, aha. Noch was? Ich habe nichts mehr. Keine Punkte. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, der Part ist eine Minute kürzer, das macht aber nichts. Nächstes Mal geht es nämlich mit Barry und Natalia weiter. Ich danke schon mal für die ganze Aufmerksamkeit, fürs Feedback und dafür, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns wieder zu Resident Evil Revelations Teil 2.